So, und damit schauen wir heute auf das Internet, denn alles rund um das sichere Internet, das ist heute das Thema, denn es ist der Safer Internet Day. Vor allem Kinder müssen ja im digitalen Raum besser geschützt werden, denn die Risiken nehmen noch weiter zu, vor allen Dingen was das Cyber-Grooming angeht. Da geben sich ja Männer oft in Online-Spielen oder auf Social-Media-Plattformen als Gleichaltrige aus, um so in Kontakt zu Kindern zu kommen. Aber ein anderes großes Problem ist natürlich auch der kinderleichte Zugang zu Pornografie und vor allen Dingen die Cyberkriminalität spielt eine große Rolle. Und zugeschaltet ist mir nun Aiten Öksüz, Expertin für Cybersicherheit bei der Verbraucherzentrale NRW. Guten Morgen, Frau Öksüz. Guten Morgen. Wie können sich denn aber Verbraucher tatsächlich effektiv vor Cyberattacken schützen? Man glaubt ja immer, ich habe alles gemacht, ich habe die entsprechenden Programme, aber dann wird man doch übers Ohr gehauen. Genau, also es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man sich vor Cyberattacken schützen kann. Ganz wichtig ist es, dass man im Internet datensparsam unterwegs ist, weil Kriminelle sich eben häufig auch an Informationen bedienen, die es öffentlich zu finden gibt, beispielsweise in sozialen Netzwerken, in Berufsnetzwerken. Da sollte man immer zweimal überlegen, welche Informationen ich teile und vor allem mit wem ich diese teile. Besser ist es, dass man solche Informationen eben nicht mit allen öffentlich teilt, sondern nur mit seinem Netzwerk. Wichtig ist auch, dass man seine Online-Accounts, und davon hat man ja heutzutage auch ganz, ganz viele, mit starken Passwörtern schützt, damit diese eben nicht einfach erraten werden können. Und ganz wichtig, Kriminelle nutzen auch gerne Softwarelücken, also Sicherheitslücken in Apps beispielsweise oder in Betriebssystemen von Smartphones oder Laptops. Und da ist es ganz wichtig, dass man Software-Updates immer zeitnah installiert und vielleicht auch mal schaut, ob man die ein oder andere alte App auf dem Handy hat, die nicht mehr mit Software-Updates versorgt werden und die dann einfach runterschmeißt. Aber welche Daten sind denn für diese Cyberkriminellen besonders attraktiv? Das kann sehr unterschiedlich sein. Besonders interessant sind solche Informationen, mit denen sich Kriminelle eben authentifizieren oder identifizieren können. Das heißt Personalausweis, Reisepass, physisch, aber auch digital, also eingescannter Form oder aber auch Zugangsdaten, Anmeldedaten, um in Online-Accounts reinzukommen. Das heißt Benutzername und Passwörter. Aber man sollte nicht die Informationen unterschätzen, die Kriminellen auch Kontextinformationen zur Verfügung stellen. Stellen sich beispielsweise einmal vor, Sie haben bei einem Autoverleiher einen Wagen gemietet und hatten damit vielleicht auch einen kleinen Schaden verursacht. Und wenn dieser Autoverleiher dann von einer Cyberattacke betroffen war und diese Daten abhanden gekommen sind, dann wissen die Kriminellen eben diese Informationen, können dann gezielt Phishing-Attacken starten und mich dann auch individuell ansprechen, vielleicht sogar mit einer Kundennummer. Und dann steht da, Sie hatten einen Schaden vor 2 Wochen. Wir haben dann den ganzen Fall geprüft. Bitte überweisen Sie Summe X auf das Konto. Solche Phishing-E-Mails sind natürlich sehr viel effektiver und wirkungsvoller als irgendwelche Random-E-Mails, mit denen ich gar nichts anfangen kann. Was wir aber auch erleben, Frau Öksüz, ist ja immer mehr Deepfake und Identitätsbetrug im Internet. Also muss man da auch sehen, dass im Jahre 2024 sich diese Kriminellen umgestellt haben und vor allen Dingen versuchen dann, so etwas immer häufiger durchzusetzen, um, wie zum Beispiel, wie Sie es eben gesagt haben, mit Phishing dann die Menschen unter Druck zu setzen und so abzukassieren? Ja, künstliche Intelligenz bringt nicht nur Unternehmen, VerbraucherInnen viele Vorteile, sondern auch Kriminelle bedienen sich dieser neuen Technologie. Und das ist tatsächlich ein Problem der Zukunft. Damit werden Phishing-Attacken auf eine ganz neue Ebene gehoben. Auch die sogenannten Enkeltrickmaschen. Mit diesen künstlichen Intelligenztechnologien können eben Stimmen imitiert werden, Bilder imitiert werden. Es gab sogar auch schon einen Fall ganz kürzlich, wo mit einem gefakten Videocall ein Betrug gelungen ist. Insofern muss man da sehr sensibilisiert sein. Phishing ist eben nicht mehr der weit entfernte Onkel aus einem weit entfernten Land, der plötzlich 2 Millionen Dollar geerbt und jetzt zu verschenken hat, sondern die werden immer besser und künstliche Intelligenz wird dafür sorgen, dass das in Zukunft auch nochmal qualitativ hochwertiger wird. Aiten Öksüz von der Verbraucherzentrale NRW, danke für dieses Gespräch und vor allen Dingen Ihre Warnungen auch vor diesen Cyberkriminellen. Heute ist der Safer Internet Day. Dankeschön.
Danke auch.